Der Film, der jetzt gleich kommt, der ist am Montag entstanden. Und zwar ist das eine Live-Aufnahme von meinem Montagsmalen. Das mache ich jeden Montag. Ich gehe auf meinem Account auf Instagram, Kunstraum68, und male und lade jeden dazu ein, mitzumalen. Und du bist natürlich auch gerne eingeladen, das auszuprobieren. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Es ist immer ziemlich einfach umzusetzen. Du kannst auch deine eigenen Ideen mit reinbringen. Die Bilder, die danach entstehen, die sind unglaublich unterschiedlich. Du kannst das bei mir immer in den Stories sehen, ein oder zwei Tage später. Und außerdem bei den Testimonials. Das ist auch wieder bei mir auf dem Instagram-Account oben in der Leiste, da wo die Highlights sind. Da gibt es ein Punkt mit Testimonials und dort liste ich die ganzen Bilder auf und auch die Kommentare dazu. Heute geht es um dieses Bild. Der Hauptakteur war der Schmetterling. Das war die Idee, weil Schmetterling ist für mich so ein Symbol für Wachstum, für Veränderung und auch für Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen und aber auch gleichzeitig für Leichtigkeit. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie ist das ein schönes Thema, und das haben wir am Montag umgesetzt. Es geht gleich los, und zwar wir üben erst. Schau, hier ist also der Schmetterling sitzt auf der Nase, und wir haben am Anfang erstmal geübt, wie man diese Kurve, Nasenkurve und das Profil zeichnet. Und dann auch noch die Schmetterlinge ein bisschen geübt zu zeichnen, bevor wir mit dem Motiv auf dem Aquarellpapier angefangen haben. Geübt haben wir auf einem normalen Blatt für so ein Kopierblatt, DIN A4 Kopierblatt. Und wie das gewachsen ist, siehst du jetzt. Viel Spaß.
bei den Mustern müsst ihr gucken, ob das nicht zu viel ist, aber das ist alles Geschmackssache. Ich tue da vielleicht noch jetzt ein bisschen mehr Brot, aber dann lasse ich das auch so. Wenn du einen Stift hast oder nicht, keinen wasserfesten, dann ist das eigentlich, manchmal ist das gut, dass man solche Effekte reinbringen kann, wie ich die jetzt gerade mache. Aber manchmal ist das nicht immer scheiße. Manchmal stört das. Und das gefällt auch nicht jedem. Also, ich finde, man soll es ausprobieren und gucken, ob das einem gefällt oder nicht.